Bubble Bobble sollte den meisten Spielinteressierten, die in den späten 80ern und frühen 90ern schon gezockt haben, ein Begriff sein. Das Spiel ist einer dieser frühen Spielhallenklassiker und durch den Erfolg wurde es natürlich quasi auf alles portiert, was einigermaßen gängig war. So natürlich auch auf den kleinen grauen Handheld von Nintendo. Was taugte Bubble Bobble für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde natürlich vom Erfinder Taito selber programmiert und auch 1991 bei uns veröffentlicht. Das Spielhallen-Original erschien 1988. Wie schon angesprochen, wurde das Spiel echt auf alles portiert, was einigermaßen ging. Darunter zum Beispiel das NES, Game Gear, Master System und der Atari ST. Wie gewohnt ist die Hintergrundgeschichte im Prinzip ein Platzhalter. Ihr müsst das Mondwasser wieder einfangen, damit ihr eurem Bruder helfen könnt. Los, los! Die meisten von euch müssten das Spielprinzip eigentlich kennen. Wie es für einen so frühen Spielhallentitel üblich ist, ist das Gameplay einfach, aber suchterregend. Ihr befindet euch immer in einem Level. Dort gibt es mehrere Gegner und euer Ziel ist es, diese zu erledigen. Wenn ihr das gemacht habt, dann kommt der nächste Bildschirm. Wie macht ihr das jedoch? Immerhin seid ihr nur ein kleiner süßer Drache. Ganz einfach. Mit Blasen. Also nicht das, was ihr jetzt wieder denkt, sondern mit Luftblasen. Damit schließt ihr die Fieslinge ganz einfach ein. Sind die denn erst einmal so gefangen, sind diese erstmal harmlos und ihr müsst nur noch die Blase zum Platzen bringen. Schon habt ihr das Problem erledigt. Natürlich ist das nicht so einfach, wie es sich anhört. Grundsätzlich verliert ihr sofort ein Leben, wenn euch einer der Fieslinge berührt. Außerdem gibt es natürlich auch verschiedene Arten und so bewegen die sich schon einmal sehr ungünstig oder schießen sogar mit Sternen auf euch. Der Levelaufbau ist dabei immer sehr interessant. Oben und unten sind meistens Löcher. In einem normalen Plattformer sollte man da natürlich nicht reinspringen, weil man sonst ein Leben verliert. Hier ist es jedoch ganz anders und sogar Teil des Spielprinzips. Wenn ihr unten in ein Loch reinspringt, kommt ihr oben einfach wieder raus. So überwindet ihr dann auch die verschiedenen Level-Hindernisse. So kämpft ihr euch denn durch die vielen Level. Ab und zu kommt sogar ein Bosskampf dazu. Außerdem gibt es teilweise auch alternative Levelwege und so müsst ihr das Spiel also mindestens zweimal durchspielen, um alles gesehen zu haben. So etwas bringt natürlich immer schön Abwechslung hinein. Noch eine gute Nachricht, es gibt sogar ein Passwortsystem, so verliert ihr nie euren Fortschritt. Die Grafik sieht gut aus und portiert den Stil sehr gut auf den Handheld. Der kleine Drache sieht immer noch knuffig aus und die Levelgestaltung ist schön. Leider gibt es jedoch kleinere Probleme bei der Performance. Die Blasen flackern schon einmal sehr gerne. Schätze mal, das wurde zur Leistungsoptimierung gemacht. Der Sound passt perfekt zu dem Ganzen. Schön dudelige Musik begleitet euch auf eurem Abenteuer. Was taugt dem Bubble Bobble für den Game Boy also heute noch? Das Spielprinzip ist einfach zeitlos und wurde damals nicht umsonst auf so viele Plattformen gebracht. Auch auf den Game Boy macht es eine super Figur und lädt immer mal wieder für eine Runde ein. Das Passwortsystem ist dabei sehr hilfreich, um den Fortschritt zu speichern. Für mich eine klare Empfehlung. Das war der Test zu Bubble Bobble für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschö.